Hallihallo und herzlich willkommen von der Five Circle Line, ganz brühfrisch für euch aufgenommen an diesem Morgen. Und zwar gegen 10:22 Uhr ist es gerade bei mir. Das Video wird heute auf meinem Kanal um 14 Uhr erscheinen und die Strecke selbst wird morgen erscheinen für den PC und für die Konsole Five Circle Line von Rivet Games. Und eins vorab: In dem einen Preview, den man bereits gesehen hat auf dem Kanal von DTG, wurde eine alte Version der Strecke gezeigt. Und wir fahren jetzt allerdings eine neuere Version der Strecke. Das heißt also, es kann gut sein, dass gewisse Dinge gefixt worden sind. Was da genau sich vielleicht verändert haben könnte und was nicht, das weiß ich nicht genau. Aber ich würde sagen, ihr könnt euch da selbst eine Meinung bilden. Und wir fahren vor allen Dingen den Branch von Glen Roads with Thornton nach Edinburgh Waverley, fahren also den Teil der Strecke, der nicht gezeigt wurde im Stream, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, weil ich glaube, nicht die gesamte Strecke wurde gezeigt. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier weiter rede, schauen wir einfach mal direkt in die Strecke rein. Und wenn ich jetzt starte, dann werden wir direkt eine Ansage hören. Service to Edinburgh Waverley. Calling at Cardendon, Lochgelly, Cowdenbeath, Dunfermline, Queen Margaret, Dunfermline City, Rosyth, Inverkeithing, North Queensferry, Dalmeny, Edinburgh Gateway, Haymarket, Edinburgh Waverley. If you see something that doesn't look right, speak to staff or text the British Transport Police on 61016. We'll sort it. See it, say it, sort it. See it, say it, sorted, genau. Ja, was ich jetzt gerade noch in der God Mode eingestellt habe, vielen Dank an Fubian, der mir vorab die Version zur Verfügung gestellt hat. Ich habe einmal den Nebel weggemacht. Es wurde letztens gefragt, wie ich das gemacht habe. Ihr habt es jetzt gerade gesehen, da oben hier in die Konsolenbefehle Time of Day und dann in die Nebeleinstellungen und zwar Time of Day Fog Start Distance auf sehr hoch gestellt. Das heißt also, der Nebel wird ganz, ganz weit weg erst starten. So, wir schließen die Türen. Das ist unser Dieseltriebzug, der Scotrail Class 170. Und ja, wir fahren um 29 ab, haben jetzt die Türen vielleicht etwas früh geschlossen und gucken uns jetzt einfach mal hier um. Ja, eins vorab, da die Strecke und auch der Dieseltriebzug hier nicht in irgendeiner Form meinen Alltag darstellen, kann ich natürlich nicht beurteilen, wie realistisch das Ganze ist. Was ich beurteilen kann, ist mein Gefühl von dem, ob es sich richtig anfühlt, ob die Strecke sich realistisch anfühlt, ob der Zug meines Erachtens realistische Fahrphysik hat. Und aber mehr kann ich da tatsächlich nicht. Genau. Also die Fahrphysik und sowas kann ich nur nach einem bestimmten Gefühl beurteilen. Und natürlich so ein bisschen so die Szenerie rechts und links, das kann man dann auch natürlich beurteilen in diesem Sinne, dass ich sagen kann, ich finde es schön oder ich finde es nicht schön. Ich kann aber nicht sagen, es ist realistisch oder es ist nicht realistisch. Ja? Nur dass das so vorab einmal klar ist, dass da jetzt nicht irgendwie falsche Vorstellungen kommen, was ich jetzt hier anbieten kann heute. Das ist bei deutschen Strecken ein bisschen anders. Ne? Da kann ich dann vielleicht ein bisschen mehr aus meinem eigenen Alltag, aus meinen Erfahrungen heraus erzählen. Aber das geht hier dann natürlich nicht, weil die Strecke nicht in irgendeiner Form für mich meinen Alltag darstellt. So, wir dürfen auch schon 60 fahren. Der Führerstand ist tatsächlich schallisoliert, habe ich mir sagen lassen. Das heißt also, man hört recht wenig hier im Führerstand. Was auch realistisch ist, wir können auch das Fenster öffnen. Na, dann hören wir ein bisschen mehr vom Motorsound. Ja, aber ich würde sagen, ich lasse es jetzt zu. Und wir können gleich in den Fahrgastraum reingehen. AWS ist auch aktiviert. Und ja, genau. Also wir gucken uns jetzt hier diesen Teil der Strecke an und fahren dann bis ganz runter bis Edinburgh Waverley. Dieser Teil der Strecke, der hier rechts lang geht, der wurde nämlich schon im Stream gezeigt, aber eben der andere Teil glaube ich nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dementsprechend machen wir das hier heute und ihr könnt euch da entsprechend eine Meinung bilden. Ja, eine Sache, die mir jetzt gerade schon mal nicht allzu positiv auffällt.
sind die Texturen, dass dann ab hier vorne nur noch Grastexturen da sind. Aber keine 3D-Gräser. Das ist irgendwie nicht ganz so schön gelöst. Tut mir leid, ich muss mir kurz mal die Nase putzen. Ja, also die Strecke wurde jetzt insgesamt schon sehr stark gescholten oder ist sehr stark gescholten, weil die sehr zu wünschen übrig ließ im Preview Stream. Und wir gucken uns jetzt so ein bisschen an, was sich jetzt seitdem auch vielleicht geändert hat, ob es da Verbesserungen gab oder nicht. Ja. Das Highlight wird natürlich die die Fourth Bridge sein, die wir später überfahren werden, kurz vor Edinburgh. Natürlich das absolute Eisenbahnarchitektonische Highlight Scotlands. Schottlands. So, jetzt komme ich selbst schon durcheinander. Ein paar Kühe hier links. Ja, ihr seht's, also das hier sind Texturen. Das ist nicht schön. Also direkt am Fahrbahnrand nur so diese flachen Texturen zu haben, ist nicht schön. So. Wir sind schnell genug. 60 Meilen pro Stunde, Vmax sind 100 Meilen pro Stunde. Könnt's uns hier noch ein bisschen wärmer machen. Ja, wobei 24 ist vielleicht ein bisschen sehr warm. Ja, Kurvenüberhöhung ist drin, sofern ich das richtig sehe. Oh. Ja, Moment. Ja, das ist auch nicht schön. Also das gefällt mir auch nicht. Die Sache ist, die Strecke steht in direkter Konkurrenz zur Goblin Line, die von DTG vor kurzem veröffentlicht wurde. Und also wer da das Video gesehen hat, da war ich ja komplett begeistert von. Also die Strecke, auch wenn ich die auch nicht wirklich persönlich kannte, war unfassbar schön. Oder ist nach wie vor unfassbar schön. Dementsprechend steht halt diese Strecke hier in diesem Sinne in direkter Konkurrenz dazu. Oder wird halt natürlich sofort verglichen mit Goblin Line, weil bestimmte Parallelen auch bestehen. Und ich glaube, dass die Goblin Line, auch wenn hier ja, solche Kleinigkeiten auch ganz hübsch sind, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Goblin Line da etwas besser abschneidet insgesamt. So, wir gehen mal in den Leerlauf und sind dann gleich in Cardenden. Eine ehemalige Mining Town. Also hier wurde halt abgebaut. Hier wurden... Ja, was wurde denn hier abgebaut, frage ich mich. Erstmal halten wir hier an. Können wir hier mit diesem Kombi-Hebel machen. Hier fünf Häuser einmal direkt hintereinander, die genau gleich aussehen. Ja. Gut, kann natürlich sein, dass es sowas auch gibt. In Realität kommt durchaus mal vor. Oh Gott. Eieieiei. Habt ihr das auch gerade gesehen? Ist da gerade von der Brücke jemand runtergefallen? Oh, das geht gar nicht. Eieieiei. Also, sofern ich das jetzt richtig gesehen habe. Nee, ist einfach nur weg. Oder habe ich mir das jetzt nur eingebildet?
Gut, im Video wird man es nachvollziehen können und da vielleicht nochmal zurückspulen können. Ja, okay, also. Ja, okay, gut. Ja, hier sind wir in Cardenden. Bisschen mehr als 5000 Leute leben hier, also viel ist das auch nicht. Und wir können einmal ganz kurz hier mal in den Fahrgastraum reingehen. Auch sehr schön, hier die erste Klasse. Sieht sehr schick aus, muss ich sagen. Wirklich sehr fein. Und da vorne die zweite Klasse, gucken wir uns dann gleich nochmal in Ruhe an. Nächster Halt ist dann Lock Galley. Also jetzt frage ich mich, warum, ob jetzt nicht eigentlich eine Ansage hätte kommen müssen. GSMR auch, zumindest bedienbar. Und auf geht's nach Lock Galley. Also hier in der Gegend wurde auf jeden Fall sehr viel Kohle abgebaut. Auch Lock Galley, na, da haben wir einen kleinen Gegenzug. Einmal entgegenbekommen. Also Lock Galley auch wirklich ein ganz kleines Örtchen. Aber sicherlich sehr schön dort zu leben. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, was mir auch nicht gefällt, sind diese Schottertexturen. Dass die so unfassbar weit gehen, ne? Also gefühlt noch so 3 Meter neben den Gleisen rechts und links, sieht man noch die Schottertexturen. Das sah bei Goblin und bei Salzburg-Rosenheim schon deutlich besser aus. Ich habe auch das Gefühl, dass von den Vegetationsobjekten her immer nur 1 bis 2 Typen von Vegetation verbaut worden sind. Ja, es sind irgendwie immer die gleichen Bäume. Und das sehr wenig Abwechslung. Oh, wir haben eine Ansage. Oder doch nicht? Doch. Loch Galley. Sehr gut, also das funktioniert. Das war etwas, was im Previous Stream ja nicht geklappt hat. Mit den Ansagen. Da waren die aus irgendwelchen Gründen nicht vorhanden. Aber ihr seht, das ist jetzt vorhanden. Tatsächlich wird die Version, die ich euch hier zeige, wird die sein, die zumindest für den PC releasend wird. Die Konsole wird erstmal, glaube ich, die alte Version bekommen zum Release. Wird aber mit einem Update hoffentlich dann sehr, sehr schnell dann auch mit der, die neue Version bekommen. Könntest du dich mal noch ein bisschen mal umgucken? Hier in Lock Galley. Gehen Sie zum gegenüberliegenden Bahnsteig. Okay. Und jetzt? Gehen Sie zum gegenüberliegenden Bahnsteig. Ernsthaft? Oh. Ach so. Ach, man kann sich hier... Ach so. Man kann sich hier hin und her transportieren lassen. Das ist ja mal witzig.
Kann einmal hier durch den Zug wandern, zweite Klasse. Ich glaube tatsächlich, dass ich schon mal in einer Class 170 saß. Müsste 2015 gewesen sein. Also ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob es wirklich eine Class 170 war. Aber gut möglich. Die sind ja jetzt nicht gerade neu, diese Triebzüge. Die sind schon etwas älter. Und es kann sehr gut sein, dass die 2015 schon im Dienst waren. So, wir sind ganz kurz nach hinten gerollt. Ihr seht, wir haben eine Steigung von 1,3%. Genau, also ansonsten können wir hier im Führerstand, ja, Klimaanlage können wir bedienen, Türen können wir hier bedienen, Motorstopp, Motorstart, Fußwärmer, ja bitte, Kompressorbeschleunigung, Führerstandsbeleuchtung. Türen schließen auf der Seite, Scheibenwischer, Stellwerk kontaktieren. Ja, hier können wir dann die Zugziele einstellen. Das sind unsere Sicherungssysteme. Ja, die Türen. Und der Sicherungskasten, Funkgerättrennung. Genau. Ja. Cowden, Beth. Nächster Halt. Wir sind hier an dieser Stelle erstens zu schnell, zweitens sind wir ungefähr 36, 37 Kilometer von Edinburgh entfernt. So ein bisschen Leistung wieder rein, weil es eh bergab, bergauf geht. Auch hier ganz stark der Kohleabbau eingewoben in der DNA der Personen, die noch hier leben. Und schon etwas größer, ungefähr 14.000 Menschen, die hier leben. Noch ein kleines Fußballfeld. Und dann können wir jetzt gleich auch anhalten. 65 darf gefahren werden und jetzt kommt die Ansage. We'll soon arrive at So, Cowden Beef. Verzeiht mir übrigens die falsche Aussprache von diversen Ortsnamen. Das ist immer ein bisschen schwierig, englische und vor allen Dingen auch schottische Ortsnamen auf Anhieb richtig auszusprechen, weil es da eigentlich, wenn man da die normalen Regeln der englischen Phonetik anwendet, es auch halt eben unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Man könnte auch genauso gut Cowden Beth sagen. Aber es heißt Cowden Beef. So. Cowden Beef gucken wir uns also auch mal ein bisschen an. Fahrradstand. Er ist ganz am Telefonieren hier, ganz wichtig. So.
Genau, zweite Klasse, so sieht es hier in der zweiten aus. Sehr, sehr laut. Edinburgh Waverley. Und dann dürfen wir jetzt gleich losfahren. Fahren eigentlich diese Trittstufen nicht ein, frage ich mich. Nee. Ist das realistisch? Dass die nicht einfahren? Also nächste Halt ist Dunfermline Line, Queen Margaret. 3,6 Meilen, wir dürfen 65 Meilen pro Stunde fahren. Das machen wir auch und gucken uns weiterhin hier rechts und links um. Ja, wenn wir später auf der Fourth Bridge sind, da muss ich dann auf jeden Fall mal in den Fotomodus wechseln und da ein paar Fotos machen. Das möchte ich an dieser Stelle jetzt schon mal ankündigen. Das wird sich leider nicht umgehen können lassen. Ja, auch hier wieder. Na, falsche Taste. Diese Texturen hier. Warum hat man hier kein Gras drauf gemacht? Wo ist die Vegetation? Und warum sind die nicht angeschlossen? Ist das in Realität auch so? Sind die nicht angeschlossen? Oh, wir sind viel zu schnell. Auf jeden Fall sehr gute Bremseigenschaften, die der Zug hat. Ja, also wenn man sich das hier anguckt, Landschaftsgestaltung, klar ist hier vielleicht in Realität auch nicht viel, aber irgendwie fehlen mir dann doch die Grastexturen. Also hier vorne geht's jetzt, ne? Also hier sieht man auch schön den Unterschied. Aber ein paar Meter weiter weg, da vorne, da sieht man schon den Bereich. Da fehlen mir einfach die Vegetationsobjekte. Das sind einfach nur Texturen. Und das ist meines Erachtens nicht der TSW-Standard. Also das geht auf jeden Fall besser. Jetzt muss auch jeden Augenblick die Ankündigung kommen für den nächsten Halt. So, Schienenstoßgeräusche haben wir da auch gerade kurz gehört. An der Weiche.
Ja, wisst ihr, was ich meinte mit Vegetationsobjekte immer nur sehr eintönig? Also das sind ja alles die gleichen Bäume. Das ist nicht so schön. We'll soon arrive at Dunfermline Queen Margaret. Don't forget to take your belongings with you before you leave the train. Okay, wir schießen ordentlich übers Ziel hinaus. Okay. Ja, hervorragend. Gut, dann halten wir nicht in Dunfermline Queen Margaret, sondern fahren weiter. Ups. Ja, geht so. So, dafür halten wir in Dunfermline City. Ja, dann müssen die halt den Gegenzug nehmen und dann wieder zurückfahren, die bei Queen Margaret aussteigen wollten. Lässt sich jetzt nicht ändern. Tut mir leid. So ein kleiner Wartungssteg. Oder? Oder ist das so eine Art Bahnübergang? Weiß ich gar nicht. So, schauen wir mal, dass wir diesen halt auch schaffen. Können uns ja genug Zeit lassen. Jetzt haben wir etwas Zeit gespart, weil wir eine Station übersprungen haben. Und jetzt kommt die Ansage für die nächste Station. We'll soon arrive at Dunfermline City. Don't forget to take your belongings with you before you leave the train. Oh Gott, schaffen wir das schon wieder nicht? In die Schnellbremse rein. Okay, nee, diesmal klappt das. Ja, doch, 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 doch. Das klappt. Das klappt. Das klappt. So, wir schauen uns mal ein bisschen um. So eine Art Wartehäuschen. Süß. Die Unterführung. Okay, einmal rüber. Natürlich bitte in Realität nicht einfach so über die Gleise laufen. Das machen wir nur, weil wir hier in der Simulation sind. Wir können auch übrigens die Führerstandstür aufmachen. Das geht auch. Gut, dann haben wir jetzt noch tatsächlich 1,5 Minuten. Die warten wir dann auch. Und unser nächster Halt ist dann Rosses. Am Ende wird das sowieso anders ausgesprochen. Genau, und haben dann noch ein paar Halte vor uns.
Schön die kleine Uhr, die wir hier unten haben. Interessant, dass man hier das Horn tatsächlich nicht nur nach oben und unten bewegen kann, sondern auch nach links und rechts. Aber das können wir hier in der Simulation nicht. Sondern hier können wir tatsächlich nur nach oben und nach unten, aber nicht nach... Also Soft Low und Soft High können wir da leider nicht ansteuern. So, ich würde sagen, wir fahren schon mal ganz langsam los. So, das hier ist nicht bedienbar. Nee. Zu schnell. Ja, also was mich wirklich, wirklich stört, ist die Anzahl, beziehungsweise, ja doch, die Anzahl der individuellen Vegetationsobjekte, das ist ein bisschen sehr spärlich. Das sind irgendwie nur, ich glaube, zwei oder drei Vegetationstypen, Baumtypen, die die ganze Zeit hier auftauchen und ja, das lässt so ein bisschen dann die entsprechende Abwechslung vermissen. Mods, die hier am Start sind, noch keine, die in irgendeiner Form die Strecke oder das Fahrzeug verändern. Wir warten mal eben kurz die Ansage ab und dann erzähle ich gerne weiter. We'll soon arrive at Rosyth. Don't forget to take your belongings with you before you leave the train. Genau, Rosyth wird es ausgesprochen. Genau, also Mods, keine am Start, die an sich die Strecke oder... Achso, oh, wir sind in die Schnellbremsung gegangen. Ja, okay, bisher... Ah, verdammt. Ja. Ja. Ja, also bei der Schnellbremsung, dann wird die Bremse erst gelöst, bis der Zug wohl hält. Aber okay, wir haben ja noch tatsächlich 30 Sekunden Zeit. Und wir halten an. Ja, genau, also nochmal zu den Mods. Die God Mode ist am Start. Vielen Dank an den Phobian dafür. Ansonsten die Signal Visuals Mod, damit man die Signale besser erkennen kann auf weite Distanz, müsste, glaube ich, auch greifen, auch wenn die Strecke neu ist. Ich glaube, die greift einfach immer. Und vom lieben Manni kam jetzt vor kurzem eine Mod,
die tatsächlich die Wind- und Gewittergeräusche und sowas verändert. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Außenkamera gehen, ich habe nämlich den Wind aktiviert, dann hört man auch diese neuen Windgeräusche. Hört sie das? Also ordentlich windig, ne? Inward Keithing. Am Ende wird es sowieso anders ausgesprochen. Ist dann unser nächster Halt. Kann auch mal ein bisschen gucken, wie das eigentlich hier aussieht, wenn wir die Bewölkung verändern. Na, also so mit mehr Bewölkung, so wird es dann schon dunkel, richtig. Ja, das sieht dann schon nicht mehr schön aus, aber das ist eigentlich ganz hübsch immer, so dieser Bewölkungsgrad. Und was mich auch interessiert, die Herbstvegetation. Ja, okay, dann ist das alles halt ein bisschen orange. Ja, lassen wir es mal so auf Mittel. Genau. Wintervegetation brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ja, und den Rest können wir so lassen, wie es ist. So, jetzt müsste auch die Ansage kommen für Inward Keithing und wir sind viel zu schnell. Wir durften nur 30 tatsächlich fahren. Ansage. Inverkeithing. Auch schön nochmal die Schienenstoßgeräusche. Und wir halten an. Etwas größerer Bahnsteig. So, Türen auf. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal ein bisschen um. Genau, wir sind jetzt hier und hier vorne ist dann gleich die Fourth Bridge. Wir sind also nicht mehr weit weg. WLAN gibt es hier auch, hervorragend. Schon mal besser als die meisten deutschen. Ja, Haltepunkte musste ich ja gar nicht sagen, da gibt es eh kein WLAN, aber selbst an den größeren Bahnhöfen ist das manchmal ein bisschen schwierig in Deutschland mit WLAN. Zu und die Türen des Zuges können wir auch schließen. Und auf geht's. Nächster Halt ist North Queens Ferry Bahnsteig 1 in 1,6 Meilen. Die Brücke. Moment mal. Oh, ich wollte gerade sagen, also die Brücke ist ja sehr, sehr tief, aber das passt ja noch so gerade so, ne? Ist ja der Wahnsinn. So, wir dürfen 50 fahren, der HST dürfte hier 65 fahren.
Dann machen wir das Licht an. Oh. Oh, das sieht ja schrecklich aus. Das sieht ja schrecklich aus. Das ist ja so ganz, ganz grelles, blaues Licht. Das kann ja kein... Das ist ja... Also wer hat sich denn das ausgedacht bei Scotch Rail? So ein weiß-blaues Licht. Okay, hier ist ein Friedhof. Ja. Ganz kurz. Das sieht interessant aus. Mal kurz die Schärfentiefe. Nee. Den Schwerpunkt, glaube ich, müssen wir umstellen. Ja. Okay, also hier wurde auf jeden Fall industriell irgendwie was abgebaut anscheinend. Ja. Oh, das ist aber auch schön hier auf dieser Brücke. Die ist auch so schön hoch. Ja, also ein paar wirklich schöne Punkte hat die Strecke schon. Die Umsetzung ist halt... was mich halt immer wieder stört, ist wirklich dieses... Seht ihr das da links da auf diesem Hügel da? Diese Texturen. Das ist alles so... Ah, das muss nicht sein. Da hätte einfach mehr Gras drauf sein können. Das sähe so viel schöner aus. Ja, weil an sich, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, hier dieser Zug auf der Brücke, das sieht schon cool aus, ne? Gar keine Frage. Aber, da fällt mir dann manchmal dieses Meme ein, dieses Brother, what's that? Ja, Und auch das hier, das ist ja Copy-Paste. Also das ist auch nicht schön. Seht ihr das? 1:1 die gleichen Steine, die immer nur so ein bisschen in der Höhe angepasst worden sind. Aber ansonsten ist alles identisch. Das ist auch nicht schön. Einmal in den Tunnel rein. Kannst ja nochmal zeigen, wie das Führerstandslicht aussieht. Also das ist ja wirklich, das ist ja so ganz, ganz grelles, blau-weißes Licht. Oh nee, nee, nee. Das geht nicht. So, und da vorne ist die Forth Bridge. Ganz berühmt. Gucken wir uns gleich ganz ausführlich an. Wie gesagt, Fotomodus wird da dann auch aktiv sein. Vorher schauen wir uns hier vorne einmal um. Aus Versehen den Richtungsschalter benutzt. Ja, was mir jetzt gerade aufgefallen ist. Also, das sieht soweit so gut aus. Das ist auch sehr schön gemacht, hier mit dieser Malerei. Hier wieder ein Collectible. Das ist auch ein Collectible. Das hier ist nicht schön. Also das geht gar nicht. Und genau, das hier ist die Forth Bridge. Mit dieser kleinen... dem kleinen Inselvorsprung hier vorne. Interessant. Und dann gibt es hier verschiedene Brücken. Genau, hier ist nämlich noch eine weitere Brücke. Hier sind noch ein paar Schiffe. Und ja, das ist ein architektonisches, absolutes Meisterwerk. Das muss man da nicht anders sagen. Und ich glaube, ja, auch so von der Ausgestaltung her, das wird nicht einfach gewesen sein, das als 3D-Objekt zu bauen. Das wird schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben.
Genau. Ja. So. Haben es gerade gesehen, wir sind sogar ganz leicht nach hinten gerollt. So, wir dürfen mit 50 drüber fahren. Die Brücke müsste dann, glaube ich, für Autos sein. Und die hier ist für uns reserviert. Ja, das kann man ja jetzt einfach mal ganz kurz genießen. Ja, der absolute Wahnsinn. Also das ist wirklich, wirklich krass, auch in Realität einfach. We'll soon arrive at Dalmeny. Ich würde sagen, jetzt ist es mal Zeit für ein Foto. Genau so was will ich haben. Ja, das Problem ist, man kann den Zug nicht wirklich erkennen, ne? Kriegen wir auch eins von hier vielleicht hin, was irgendwie halbwegs die Brücke mit drauf bekommt. Ja, irgendwie so, ne? Vielleicht die Schärfentiefe hier mal ein bisschen tatsächlich mal rausnehmen, ausnahmsweise. So. Und dann noch einmal von der Seite. Vielleicht von der Seite. So, ich hab's gleich. Nur noch ein, zwei Fotos. Aber das muss halt wirklich sein. Ja, und hier jetzt nochmal von außen geguckt. Schon Wahnsinn. Also hier auch mal in Realität drüber zu fahren, muss auch sehr spektakulär sein. Ja, wobei, also ob das. Okay, doch, die Aussicht ist auf jeden Fall spektakulär, das muss man so sehen. Doch, ja. Hier gibt es auch sicherlich eine Fähre, die einen von der einen Seite zur anderen Seite rüberbringt.
So, Türen müssten wir jetzt jeden Augenblick schließen dürfen. Na komm schon. Schon mal Bremsen lösen. Und Leistung aufschalten. Nächstes Halt ist dann Edinburgh Gateway. Danach kommt Waverley und danach kommt der große Bahnhof Waverley. Ja, viel KI-Verkehr ist irgendwie nicht, ne? Auch ein großer Kritikpunkt der Strecke, dass da ganz viel irgendwie fehlt anscheinend im Fahrplan. Was definitiv, ja, auffällt. Also, ne, es ist schon sehr leer. Auch keine Güterzüge, die unterwegs sein werden. Keine Museumszüge. Nichts. Das lässt alles ein bisschen zu wünschen übrig. Auch wenn die Forth Bridge da vorne wirklich sehr, sehr schön aussieht und auch sehr gut ausmodelliert ist und so, aber ja. Wenn man das mal vergleicht mit Rivets Leistung mit der Bernina Line, wo ich behaupten würde, das ist vielleicht die schönste TSW-Strecke, die wir überhaupt haben, dann ist das hier wirklich ja ein ziemlicher Step runter. Oder nach hinten. Also Bernina war da wirklich auf einem ganz anderen Level gut. Und da würde ich sofort auch jedem absolut immer Bernina Bahn empfehlen. Aber hier, wenn man sich das jetzt mal anguckt hier. Also, ja. Genau, jetzt fahren wir noch in diesen Abschnitt. Ich weiß gar nicht, was das hier für ein Abschnitt ist oder ob der befahrbar ist. Ist aber, glaube ich, der Abschnitt nach Glasgow, kann das sein? So, jetzt dürfen wir einmal tatsächlich hier die Max Speed ausfahren. Mit 100. Schauen wir mal überhaupt, ob wir auf die Geschwindigkeit kommen, so schnell. Es geht auf jeden Fall ein bisschen bergab, das hilft uns natürlich, aber der nächste Halt ist jetzt auch schon nicht mehr weit weg. So, ja, okay, nee, 100 wird nichts mehr. Wir müssen auf jeden Fall runter. So. Nächster Halt Edinburgh Gateway. We'll soon arrive at Edinburgh Gateway. Don't forget to take your belongings with you before you leave the train. Und einmal runtergebremst. So, schicker Bahnsteig hier mit dieser Glaswand.
Ja, das andere Collectible, wir gucken uns das einmal ganz kurz an. Genau. Pflanzengefäße. Ach so, genau, ja, und die funktionieren auch. Ja, ist mir aber zu langsam. Auf geht's. Achso, Haymarket kommt als nächstes, genau. Genau, Haymarket und dann kommt Waverly. Ja. Dürfen 75 fahren. Ja, also auf der einen Seite ist es halt schön zu sehen, wie sich nach und nach wirklich dieser Katalog an Fahrzeugen und Strecken beim TSV füllt. Auf der anderen Seite, ja, also die Strecke ist meines Erachtens hätte noch ein paar Wochen mehr Development-Zeit nötig gehabt. Also mindestens so 2 Wochen, glaube ich, weil auch das hier wirklich am Rand. Das sieht nicht so gut aus. Also hier, wir haben dann hier diese Trennung zwischen dem Asset von den Gleisen und dem Gleisschotter und dann haben wir hier halt diese viel dunklere Textur daneben und man sieht aber diesen klaren Rand dazwischen. Ja, und das Bittere ist so ein bisschen an der ganzen Sache, man weiß ja, dass Rivet Games, die können das ja. Also, ne, die haben das ja mit der Berliner Bahn spätestens bewiesen, dass die auch wirklich sehr, sehr gute Strecken bauen. Aber wenn ich mir jetzt das hier angucke, ah, Leute, ah, also ich meine das nicht böse, ich meine das nicht sarkastisch oder so. Es ist einfach nur so ein bisschen schade zu sehen, dass die Strecke hinter ihrem Potenzial zurückbleibt. Weil an sich ist, glaube ich, die Strecke in Realität eine unfassbar schöne. Aber hier im TSV sieht sie jetzt leider. Ja, sagen wir, es ist einfach nicht so schön aus, wie sie halt hätte sein können. Ne, das hätte Potenzial gehabt, genauso schön wie Goblin oder Berliner Bahn oder Niddertalbahn oder sowas aussehen zu können, aber das tut es halt leider nicht. Das ist echt schade. So, hier kommt dann ein elektrifizierter Streckenteil mit hinzu. Auch interessant, dass hier dann die Masten oder ne, dieser Quermast komplett durchgezogen wird, aber ja, elektrifiziert ist es dann nur auf diesem Teil der Gleise. Hier auch nochmal elektrifizierte Strecke. So, jetzt sind wir hier so ein bisschen in der Agglomeration Edinburghs. Haymarket ist dann jetzt, ich glaube, der westliche Teil Edinburghs. Was ist das hier links eigentlich? Ah, das müsste die Straßenbahn sein, ne? Auch wenn die Gleise hier sehr schlecht verlegt worden sind. Seht ihr diese Erhöhung hier? Ah. Das müsste das Stadion der Glasgow. Quatsch, der Edinburgh. Wie heißt denn das Team aus Edinburgh noch gleich? Gucken wir uns gleich nochmal an. So, jetzt mussten wir auch AWS bestätigen. Denn wir haben halt zu erwarten. Ach so, das ist ein Rugbyfeld. Ah, okay. Ja, ja.
So ein Rugby-Stadion. Ja, auch hier, also hier müssten ja irgendwie Fahrzeuge abgestellt sein in Realität. Ich kann wohl kaum glauben, dass das alles in Realität komplett leer ist. Also hier ist auch, also ich war auch schon mal in Edinburgh, hier ist mir viel, viel mehr los in Realität. Jetzt erstmal die Ansage für Haymarket. We'll soon arrive at Haymarket. Don't forget to take your belongings with you before you leave the train. So, Haymarket. Und das Signal vor uns zeigt Halt an, deshalb müssen wir auf jeden Fall rechtzeitig halten. Na, wir haben es gehört, AWS hat da schon auf sich aufmerksam gemacht. Ups, jetzt sind wir in die Schnellbremsung gegangen. Das war nicht beabsichtigt, aber jetzt auch nicht weiter schlimm. Thank you.